Name ist Heidi Reicheneck, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Osnabrück und bin neu für die Linksfraktion im Bundestag. Ich habe jahrelang in der Flüchtlingssozialarbeit und in der Jugendhilfe gearbeitet. Zudem war ich die letzten 5 Jahre Kommunalpolitikerin und habe dabei nicht nur viele Probleme gesehen, sondern auch viele Ideen für Lösungen entwickelt, die ich jetzt gerne umsetzen möchte. Ich möchte hier die Stimme für all diejenigen sein, die sich von der Politik nicht mehr gehört fühlen. Und ich möchte auch Lobby für die sein, die kein Geld haben, um sich Einfluss zu kaufen. Darum bin ich hier im Bundestag. Ja, für mich war das unglaublich spannend. Ich musste ja bis Montagmorgen so 6:30 zittern, bis wirklich klar war, dass ich auch noch dem Bundestag angehören werde. Und umso spannender war die Zeit und ich bin wirklich dankbar, dass ich diese Chance jetzt habe und freue mich auf alles, was noch kommt. Ich denke, jede Person, die neu in den Bundestag kommt, bringt eigene Erfahrungen und eigene Ideen mit, eine eigene Perspektive und ich glaube, das ist grundsätzlich eine große Bereicherung. Was ich an der Linksfraktion besonders beeindruckend finde, ist, dass durch uns der Bundestag migrantischer und weiblicher wird. Also endlich auch einen Schritt näher dahin kommt, die Gesellschaft abzubilden. Das ist eine schwierige Frage. Ich habe jetzt schon mehrere aufregende Sitzungen hinter mir. Zum einen natürlich unsere erste Fraktionssitzung, wo man alle GenossInnen noch mal persönlich kennenlernen konnte und noch mal genau gesehen hat, mit wem man sich jetzt hier für linke Politik einsetzt. Aber auch die konstituierende Sitzung des Bundestages war natürlich unglaublich spannend, weil man da zum ersten Mal gemerkt hat, dass man jetzt wirklich Teil dieses neuen Bundestages ist. Und ich bin vor allem auch schon auf meine erste Rede sehr gespannt und versuche auch die Menschen über meine sozialen Medienkanäle mitzunehmen und das alles ein wenig transparent zu machen. Du möchtest noch mehr wissen? Dann klick auf mitmischen.de, das Jugendportal des Deutschen Bundestages.